Servus Leute, in diesem Part machen wir die, holen wir uns die Regis. Ja, und ihr seht, ich befinde mich unter Wasser. Der Grund, warum ich unter Wasser bin, man braucht zwei Pokémon für die Regis. Ja, das eine heißt Rekiland und das andere heißt Wailord. Beide brauchen wir für die Regis. So, und jetzt suche ich hier mal nach einem Rekiland. Das ist nämlich ziemlich selten unter Wasser. Ihr seht, es tauchen nur Perlus momentan auf. Jawohl, da ist es, Rekiland, oder wie Relikant heißt es. Dann muss man mit einem Tauchball. Soll doch sehr schwer zu fangen sein, mal schauen. Ja, okay, das war ein Tauchball. Ich setze mal Gyarados ein. Gyarados. Okay, Stärke. Ach, scheiße, ich hab vergessen. Ist Gestein-Pokémon. Und Wasser. Was? Achso, es war Gena. No problem, wir haben einen Aufwecker, hoffe ich. Ja, okay, dann nehmen wir eine Beere, wenn wir keinen Aufwecker haben. Schlafendes Maronbeere, haben wir nur drei, aber es ist eigentlich scheißegal. Sehr effektiv. Scheiße. Rekiland sollte man nicht unterschätzen. Oder Relikant. Ich sag auch Rekiland, ich weiß. Setzen wir mal eine Wasserattacke wie Kaskade ein. Schauen, wie die drauf wirkt. Okay, einmal noch. Ach, jetzt schläft Gyarados ein, ich hab's vergessen. Haben wir eine Top-Genesung vielleicht? Ich muss mal schauen. Ah, okay, einmal geht noch. Jetzt schmeißen wir mal einen Hyperball. Wir haben ja noch genug Bälle. Und? Jawohl! Das war Nummer 1. Jetzt brauchen wir Nummer 2. Und das ist das Schwerste. Wir brauchen einen Wailord. Dafür müssen wir einen Weimer fangen und es auf Level 40 trainieren, damit es sich entwickelt. Das Problem ist, wir haben glaube ich noch keinen Weimer. Die kann man auch irgendwo fangen. Aber das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man das trifft. Ich glaube, ich schaue dann nochmal nach. Ups, jetzt bin ich glaube ich zu weit. Moment, hier war es, glaube ich, jawohl. Ja, wir haben noch keinen Walmer. Ich schaue jetzt mal nach. Ups. Im PokéWiki, wo man die am besten fangen kann und die Fangrate. Wenn die Fangrate zu niedrig ist, dann holen wir uns eins und entwickle ich es. Ich schneide es dann dementsprechend zusammen. Bis gleich. Servus. Okay, Leute, jetzt fangen. Besiegen. Jetzt kämpfen wir gegen die Regis. Regis. Okay, zuerst müssen wir in die Siegelkammer. Ich habe jetzt ein Rekiland und ein Wailord. Erstmal surfen wir dorthin. Hoffentlich weiß ich noch den Weg. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Eins weiß ich, dass man hier anfängt. Moment, ich setze mal schnell einen Schutz ein. Okay. Also erstmal müssen wir hier lang. Den habe ich schon ausgeschaltet. Dann müssen wir auf die andere Insel. Ja, jetzt wird's knifflig. Hier glaube ich. Jawohl. Soweit, so gut. Dann müssen wir auf die Insel. Hier rüber.
Jetzt kommt das Kniffligste. Ich glaube, hier muss man hin. Oder nee, das ist falsch, glaube ich, oder? Ah, ja, ist richtig. Und jetzt müssen wir... Ich speichere mal schnell, damit ich resetten kann. Ich glaube, dann hier geht's lang. Okay, das war falsch. Ich resette mal schnell. Also war es doch richtig. Hier. Jawohl. Dann seht ihr hier so eine Tauchstelle. Und da müsst ihr dann tauchen. So, ihr seht es zwar nicht, aber hier müsst ihr jetzt dann ein Ort sein, wo man herauftauchen kann. Ups. Ach, dieser verdammte Emulator. Ich hasse ihn. Ist es so richtig? Ich muss jetzt alles blind machen. Also solange es noch nach unten geht, ist es sehr gut. Müssen wir hier hoch? Ah, okay. Okay, Versuch Nummer 3. Also so. Dann so, so, so. Jetzt müssten wir genau in der Mitte sein. Kann man da nicht irgendwie pausieren und es dann... Ich schwimme mal nochmal nach oben. Ach, okay, jetzt sind wir nicht mal ansatzweise da lang. Also gut, Quatsch. So, ich mache jetzt einfach so weiter, bis es nicht mehr geht. Okay. Hier müsste jetzt dann dieser Punkt sein. Es sei denn, es geht hier noch weiter irgendwo. Hä? Ups, was mach ich denn da? Okay, wo sind wir jetzt? Alter, wo ist es denn jetzt? Moment. Ich schau mir jetzt mal kurz hier nach. Vielleicht kann ich es irgendwie da herausfinden. Man muss nämlich, exakt so eine Linie treffen. Ich pausiere das mal kurz und dann seht ihr mich... Kurz vor dem Aufgang. Bis gleich. Okay, ich habe den Weg gefunden. Jetzt müssen wir genau vor einem... Jawohl, vor einem Symbol. In so einer Schrift stehen. Wer das lesen kann, ist bestimmt ein Geologe. Also ich kann es nicht lesen. Also genug für den Spaß. Gehen wir mal nach oben. Siegelkammer... Ja, okay. Drei Punkte, zwei Punkte, drei Punkte, eins, drei, 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 zwei, drei, zwei, zwei, vier, sechs, eins. Okay, und wenn ich mich nicht irre... Moment, ich schaue schnell nach, nicht, dass wir irgendwas falsch machen. Ach, gerade hatte ich die Seite. Ich bin jetzt auf YouTube schnell, weil ich nachschauen wollte von einem anderen Let's Player, wie man da hinkommt, aber ich habe es derweil schon gefunden. Okay, Moment. Ich glaube, jetzt müssen wir Schaufel einsetzen. Hatte ich auch so in der Erinnerung. Ich habe Libeldra Schaufel beigebracht. Setzen wir es mal ein. Jawohl, jetzt öffnet sich diese Tür. Und jetzt müssen wir... Violet an letzter Stelle haben, oder? Ja. Okay, und
Ricky Land an erster Stelle und dann müssen wir das ansprechen. Und dann passiert Folgendes. Ui, da hat sich wohl was geöffnet, ne? Ups. Setzen wir Libelta wieder an erster Stelle. Und jetzt gehen wir mal raus. Tschüss, Segelkammer. Und jetzt schwimmen wir nach oben. Gehen wir mal spaßeshalber mal nach, wie heißt die Stadt? Bad Maldenfroh, Quatsch, Bad Lavastadt meine ich natürlich. Und kaufen uns ein paar Bälle. Bälle. Ja, ich hab schon... Ja, ihr seht... Was, man kann hier keine Bälle kaufen. Nur super Bälle, okay, man, besser ist nichts. Ich habe nämlich keine Bälle mehr. Ich habe vorhin alle Bälle für Weilmer, wo ich das gefangen habe, verschwendet. Deswegen, Moment, legen wir mal schnell unser Ricky Land und Weilord ab, weil die brauchen wir jetzt nicht. Wobei, Weilord könnten wir vielleicht gebrauchen. Also, aber Ricky Land braucht man nicht. Oder Relikant, sorry. Okay, ich sollte mit dem Speed aufhören. Laufen wir jetzt mal ganz normal. Hupf, hupf und hupf und hupf. So. Und jetzt gehen wir mal in die Wüste. Just for fun. Einfach gehen wir mal nach unten. Weil, ja, keine Ahnung, einfach mal so aus Jux, ne? Und, oh, seht ihr das? Nein, du, seht ihr das? Das war doch vorher schon nicht da, oder? Ja, ja, ja. Ach, scheiße, man muss da, glaube ich, noch was machen, um die zu öffnen. Gehen wir mal da rein. Eieiei, hoffentlich weiß ich das noch. 1, 2, 3, so, glaube ich, und dann Stärke einsetzen. Nehme ich das richtig? Bring das mal. Wobei, Sumpex kann ja Stärke. Nein? Ja, okay. Hier müssen wir Stärke einsetzen. Und dann passiert Folgendes. Oh. Wie hat sich denn diese Tür jetzt geöffnet? Hä? Jetzt speichern wir mal nochmal. Jetzt gehen wir mal rein, ne? Einfach mal so. Und, oh, was haben wir denn da? Was bist du denn für eins? Darf ich euch vorstellen? Regirock! Regi Nummer 1. Sprechen wir es mal mit Weilord. Ey, ich finde die Musik saugeil. Und Kraftkoloss. Alter, ich finde die Musik so geil. Auch wenn es immer nur das gleiche ist. Und schwupps. Wo soll denn da Wasser sein? Egal. Okay. Das könnte man vielleicht fangen. Aber nur viel leicht. Moment, ich mal leiser, ist gerade 11 Uhr nachts. Den Meisterball will ich nicht einsetzen, den brauche ich für Latias. Den habe ich, habe das Latias nämlich noch nicht gemacht, müsst ihr wissen, weil ich es nicht gefunden habe. Und, ja, nein, oh. Oh nein, Regirock, was machst denn du mit unserem Pokémon? Pokémon, Whirlpool.
Whirlpool, yeah. Nein, es kann Antikraft. Setzen wir mal die Bilder ein. Scheiße, ich habe nur 5 Pokémon dabei. Super Ball, Scheiße. Du Scheiß, Regirock. Also, ich schmeiß jetzt mal einfach Bälle, bis es. Ich spule es mal vor. Und jetzt kommt der Timerball. Ja, nein, okay, wir müssen es besiegen. Okay, dann Regirock, weil du dich nicht fangen lässt, müssen wir dich bestrafen. Oh mein Gott! Scheiße, ich trage mein Headset wieder falsch. So, jetzt. Und Schaufler! Okay, im nächsten Part kommt der nächste Regi. Bis gleich. Und in diesem Part kommt der zweite Regi. Er heißt Regis. Ja, Regis. Oder Regeis. Regis gibt es hier. Moment, heilen wir unsere schnell Pokémon. Heilen wir schnell unsere Pokémon, was rede ich denn da? Okay. Ich sollte aufhören zu singen. Aber die Regi-Musik, die ist schon geil. Eine der besten Musik, muss ich zugeben. Also, ich finde, es ist die beste vom Spiel. Obwohl hier eigentlich jede Musik cool ist, muss ich auch zugeben. Aber ich finde, die Regi-Musik ist am geilsten. Okay, dann. Alle Tränen haben wir sorgfältig gesäubert im Part 51 oder 52, soweit ich weiß. Und da ist noch eine Höhle. Ja, meine Fresse, sind wir schlampig gewesen. Gehen wir mal da rein. Wie geht denn das Rätsel nochmal? Ich denke mal kurz nach. Wie öffnet sich denn das? Es hat sich von alleine geöffnet. Ja. Okay. Es öffnet sich 5 Minuten, nachdem man dieses Teil da angesprochen hat, ja. Gehen wir mal rein. Hallo, Regis. Jetzt sind wir in der Inselhöhle, ja. Okay, Regis, auf in den Kampf! Regis, das ist Regis, Leute. Scheiße, wir müssen aufpassen, Libeldra ist schwach gegen Eis. Libeldra ist schwach gegen Eis. Eis, 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 Eis. Lass mal bei Violet kämpfen, weil sonst wird es nicht, sonst ist es nicht spannend, ne? Es setzt Antikraft ein. Ein Walzer ist sehr effektiv gegen Eis. Oh nein, Eissturm. Ach wohl, das ist nicht sehr effektiv. Ein Pokémon, das vor über 1 Million Jahren in dieser Höhle drin steckt. Oh Scheiße, hat uns Kraftkoloss geschädigt. Ja, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Die Regi ist sehr effektiv. Und nochmal, weil Kraftkoloss muss ja aufladen. Und das war Regis, Leute. Und tschüss.
Okay, bis zum nächsten und letzten Rigi. Ciao. Okay, jetzt kommt der letzte Rigi, den wir noch bekämpfen müssen. Er befindet sich nämlich... Moment... Ja, gehen wir mal dorthin, ne? Okay. Da können wir noch gleich schauen, wie unsere Bären gewachsen sind. Die orientieren sich ja nach richtiger Zeit. Ups. Ja, okay, das sind immer noch eingepflanzt. Ich kann sie mal gießen, vielleicht beschleunigt sich das Ganze. Ich mach's mal schnell. Okay. Ach, weil Quarzer mache ich, wenn wir Milotic haben und... Ja, wenn wir Milotic haben und Latias. Ach, warum gehe ich in diese Safari-Zone? Wobei, da muss ich auch noch ein Special machen. Ah, gut, dass es mir eingefallen ist. Also, Safari-Zone müssen wir auch noch machen. Gut, dass es mir noch eingefallen ist. Meine Fresse, ich hätte auch vieles übersehen. Steht nicht einmal auf meinem Zettel. Mei, bin ich ein Honk. Safari-Zone, sorry, wir hätten dich fast übersehen. Wäre ich nicht da reingegangen. Ah, scheiße, wo gehe ich denn lang? Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Ach, da haben wir auch eine Höhle übersehen. Meine Fresse, wir sind solche Idioten. Wir übersehen da offene Höhlen. Meine Fresse. Ja, gut, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Ich fliege jetzt mal zurück. So, leckt mich doch. Was zum... Die Tür hat sich geöffnet. Aha. Okay. Hallo, Rigistel. Oder Rigistil. Hallo. Rigistil. Okay, Rigistil. Ich könnte dich jetzt one-hitten, aber ich mach's nicht, weil es soll ja... Ich will den Kampf genießen, Leute, deswegen setze ich Drachenklaue ein. Und er setzt Kraftkoloss ein. Ich glaube, die Musik ziehe ich mir. Alter, die ist so cool. Da. In Pearl, Diamant und Rubin. Quatsch. In Pearl, Diamant und Platin gibt es Regigigigas. Und das ist die Fusion von diesen dreien. Ich kann es allerdings noch nicht begegnet, weil das nur durch ein Event verfügbar ist. Ja. Er setzt Antikraft ein. Scheiße. Okay, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ja, das war Rigistil. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei der Safari-Zone, die ich fast übersehen habe. Ja, bin ich ein Schlawiner. Also bis dann, Moment. Ja, wobei. Also dann, ciao.